Joho, Animal Crossing-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer. Wir starten ein brandneues Animal Crossing-Abenteuer. Die Serie Animal Crossing ist ja wohl schon sehr bekannt bei Nintendo, ist das Spiel für Jung und Alt und kommt nun mit einer völlig neuen Idee für den Nintendo 3DS oder auch Nintendo 2DS, je nachdem, was ihr besitzt, auf dem Markt, und zwar mit Happy Home Designer. Normalerweise ist es ja so, dass ihr Teil einer Stadt seid und Dorfbewohner kennenlernt, euch langsam dort etwas erarbeitet, Geld verdient, die Möglichkeit habt, euer Haus auszubauen, zu dekorieren, Bewohner kennenzulernen, und man hat dann dort ein Leben, ein spaßiges Leben in seiner kleinen Dorfgemeinschaft. Und bei Animal Crossing Happy Home Designer sorgen wir dafür, dass andere ein spaßiges Leben in ihrer Dorfgemeinschaft haben, indem wir ihnen nämlich ein wunderschönes Zuhause verpassen. Wir sind Innengestalter und Außengestalter, Dekorateur, Architekt und Mensch der Planung in Animal Crossing Happy Home Designer. Heute fängt jemand Neues bei uns an. Ja, ja. Daher sollten wir uns lieber schnell noch einmal den Lebenslauf anschauen. Was denn? Der Lebenslauf, der ist weg. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Ja, nicht wahr sein. Wie kann ich den denn? Lebenslauf? Oh, das ist peinlich. Sag mal, Carlotta, was war noch gleich der Name von unserem Neuzugang? Hm? Ach, das hast du vergessen? Wirklich? Oh, einen Moment, ich sehe nach. Ich heiße Hani. Der Name ist Hani. Den Namen solltest du dir merken. Also wirklich. Tut mir leid. Manchmal bin ich so vergesslich. So, und Hani ist... mal sehen, überlegen. Ja, war sie jetzt wirklich weiblich? Natürlich weiblich. Ist doch klar. Was rede ich da wieder? Und als nächstes... Wie sieht Hani noch gleich aus? Naja, wie eine Hani halt. Hani sieht aus, wie eine Hani aussieht. Welche Knöpfe Augen? Gruselige Augen? Glubsche Augen? Wie eine Augen? Glubschi, 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 glubschi. Das sieht großartig aus. Gott, was für Augen bitte? Weiß ich doch auch nicht. Ich habe so grün-braune Augen eigentlich und eine ganz helle Haut. Inge auch. Ah! Das mehr wie. Das sieht einfach mehr aus wie meine Augen. Haare. Ui. Naja, eigentlich müssten wir doch dann die gleichen Haare tragen. Wie bei. Kann man sich das angucken, wie das. Wie das. Hier, Moment, da. So sehe ich ja auch aus. In Animal Crossing New Leaf. Weil ich jetzt, also wenn ich jetzt als Servicekraft in einem Home Designer, also jetzt in einem Inneneinrichtungs- und Außen- und Architekturgeschäft arbeiten würde, würde ich doch vielleicht vorziehen, der Seriosität zuliebe, meine Haare ein wenig dem anzupassen. Also in die Frisur, die wir immer haben, nur halt in braun. Ne? Ja. Die Augenfarbe. Schwierig, meine Augenfarbe gibt es nie in Spielen. Nehmen wir die. So, grün, braun, blau, orange, gelb, getupft gibt es halt leider nicht. Auch hübsch. Nehmen wir das. Ach, okay. Vielleicht schon später. Vielleicht so? Ja, ja, genau so. So ein Zufall. Großartig. Nun erinnere ich mich wieder. Ja, jetzt sind wir bereit, wenn Hani hier erscheint. Ja, ja. Guten Morgen, Hani. Willkommen bei Immunok. Komm nur herein, dann kann ich beim morgendlichen Meeting die Vorstellung übernehmen. Hani, verstärkt von heute an unser Team bei Immunok. Damit du weißt, mit wem du es zu tun hast, naja, lass mich dir von doch kurz unser Team vorstellen. Das hier ist Fred. Du, Hani, angenehm. Sehr. Fred hat langjährige Erfahrung auf seinem Gebiet. Ja, ja. Er ist sogar so gut, dass selbst ich nicht so genau weiß, was er die meiste Zeit eigentlich macht.
Als nächstes haben wir hier Moritz. Sehr erfreut! Ich bin Moritz! Freut mich sehr, dass du jetzt zu unserem Team gehörst, Honey. Auf gute Zusammenarbeit! In Sachen Enthusiasmus macht unserem Moritz niemand etwas vor. Und zum guten Schluss haben wir noch Carlotta. Carlotta? Carlotta, nicht schwärmen, hallo. Ah! Hallo, freut mich. Carlotta ist großartig. Von der Inneneinrichtung bis hin zum Neubau kann sie einfach alles. Carlotta wird sich auch um dein Training kümmern, Honey. Also lernen von ihr so viel du kannst, ja? So, und weil ich sehr beschäftigt bin, erkläre ich das heutige Meeting hiermit für beendet. Muss schaffen. Ja. Und bis später. Hat ja so viel zu tun. Golf spielen. Training? Neuer Job? Das wird super. Nun, weißt du, er tut immer so beschäftigt, aber in Wirklichkeit spielt er nirgendwo Golf. Naja, was soll's. Also, zu dir, Honey. Wie schön, dass du jetzt zu unserem Team gehörst. So, dann lass uns gleich an die Arbeit gehen. Zuerst würde ich gerne eine Inneneinrichtung von dir gestalten lassen. Dabei geht es darum, einen Raum nach der Vorstellung des Kunden mit Möbeln und Deko einzurichten. Also, ganz einfach, man gibt der Einrichtung eines Zimmers einen neuen Stil. Ich wusste da schon einen Übungsauftrag. Dabei kann ich dir die Grundlagen unserer Arbeit erklären. Aber zuvor, hier, das ist für dich. Bitteschön. Im ersten Stock gibt es eine Umkleidekabine, in der du die Uniform anziehen kannst. Ich warte hier, also sprich mich einfach wieder an, wenn du dich umgezogen hast, hm? Okay. Oh, mein erster Arbeitstag. Ich bin Teil einer legendären Immobilienfirma, Immonook. Hi, Fred. Also, Kollegen, nie warten lassen. Du, ab in die Umkleide. Erster Stock, dann Uniform an. Zack. Alles klar. Was so viele Auszeichnungen und Zertifikate und ich habe noch gar keine. Da ist die Umkleidekabine. Oh, da steht der Golf. Da steht der Golfwagen. Herrlich. Tada, steht mir gut. Gut. Schön. Da, guck, da kann man Golf spielen. Ja gut. Eine Nähmaschine. Da kann ich mich um meine Haare kümmern, falls ich mal einen ganz extravaganten Kunden habe und gut aussehen muss. Man weiß ja nie, nicht wahr? So, ich bin fertig, Carlotta. Alles cool. Oh, das steht dir gut. Die legen hier Wert auf einheitliche Arbeitskleidung. Also solltest du deine ab jetzt auch immer tragen. Accessoires kannst du in der Umkleidekabine jederzeit und ganz nach deinem eigenen Geschmack wählen. Hauptsache, du trägst die Uniform. Nun denn, bereit für deine erste Lektion in Sachen Innendesign? Aha. Fahren wir los mit unserem kleinen Immonook-Mobil. Ach, das ist süß. Der Übungsauftrag kann beginnen. Wir sollten natürlich so tun, als wäre es ein richtiger Auftrag, ne? Nehmen wir an, das hier ist ein Kunde, der weiblich ist und süße romantische Dinge mag. Daher der Wunsch nach einem romantischen Zimmer. Machen wir also aus diesem leeren Raum etwas absolut Romantisches. Als allererstes solltest du einmal den Karton vor dir öffnen. Das geht ganz leicht, indem du den viereckigen Block im Plan auf dem Touchscreen einmal berührst. Puff. Oh ja, da haben wir dieses super süße Herzchensofa, das unsere Kundin so liebt. Viele unserer Kunden schicken uns Möbel oder Deko, die wir unbedingt verwenden sollen. Wenn du also so einen Karton siehst, solltest du den Inhalt unbedingt in deinen Plänen berücksichtigen. Jetzt erkläre ich dir noch, wie man die Außeneinrichtung eines Gegenstands, die Ausrichtung eines Gegenstands ändert. Berühre dafür einfach den entsprechenden Block auf den Touchscreen. Dadurch ändert sich nach und nach die Ausrichtung des Gegenstands. Magst du es mal ausprobieren? Bup. Ja, ganz genau so. Du hast wirklich ein schnelles Auffassungsvermögen. Dann lass uns gleich damit weitermachen, wie man Gegenstände bewegt. Berührst du einen Block, um den Touchpad abzuheben, kannst du den Block auf dem Plan verschieben. Na, wo möchtest du das Sofa hinstellen? Such dir einfach einen richtig schönen Platz dafür aus. Dann möchte ich das Sofa drehen. Und dann wäre das ja ganz hübsch hier so an der Wand. Ja, ganz genau. Auf diese Weise kannst du Möbel und Deko an jeder beliebigen Stelle aufstellen. Aber ein Sofa allein reicht noch nicht. So haben wir ja noch kein vollständig eingerichtetes Zimmer, oder? Berührst du oben auf dem Touchscreen das Symbol des Blattes, öffnet sich der Katalog für Möbel und Deko. Versuche einmal ein Stück, das dir gefällt, durch Berühren auszuwählen und im Zimmer zu platzieren. Okay. Ein schönes Bett haben wir hier, ein Tisch passend zum Sofa. Stühle haben wir hier auch.
Wie wär's denn mit einem Tisch passend dazu? Ja, das sieht schon richtig gut aus. Wähle auf diese Weise Möbel und Deko aus, die dem Kunden gefallen, und gestalte den Raum. So machen Profis wie wir das. Nebenbei, es gibt doch auch einen Katalog für Deko, die du an die Wände hängen kannst. Du kannst sie mit diesem Symbol, das aussieht wie ein Bilderrahmen, öffnen. Wähl doch einmal etwas aus. Aha. Was für eine schöne Herzchenuhr. Guck. Ah ja, das soll es also sein. Hier zeigt sich dein individueller Stil. Wie aufregend. Oh, das hätte ich fast vergessen. Als nächstes sollten wir Tapete und Fußboden ändern. Mit dem Häuschen kannst du den Katalog für Tapeten und Fußböden öffnen und dort etwas Passendes auswählen. Hast du dich entschieden, drücke B oder berühre die Pfeiltaste rechts oben im Katalog, um ihn zu schließen. Dann würde ich sagen, herzchenmäßig muss das natürlich auch hier reinpassen. Eine schöne Herzchen-Salon-Tapete. Und den Fußboden, der Fußboden dazu dann orange, wie die Borde unten, ja. Das solltest du dir merken. Tapeten und Fußböden können einen Raum eine ganz neue Atmosphäre geben. Lass uns doch etwas ausprobieren. Leg einen Teppich, um ein Akzent im Raum zu setzen. Öffne den Teppichkatalog mit dem Teppichsymbol und wähle einen Teppich, dessen Größe und Muster dir gefallen. Dann nehmen wir doch... Oh, der ist ja auch hübsch. Aber der Herzchenteppich passt doch gut in Größe M. Zack. Sehr gut gemacht. Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer kleinen Übung zur Innengestaltung. Richte das Zimmer abschließend noch so mit Möbeln und Deko ein, wie du es für richtig hältst. Die Wünsche der Kunden sind übrigens auf dem Touchscreen unten zusammengefasst. Wenn du also etwas vergessen hast, kannst du dieses Symbol berühren und dich nachschlagen. Noch etwas. Möchtest du beim Einrichten platzierte Gegenstände wieder loswerden? Berühre sie mit dem Touchpen und zieh sie in den Mülleimer. Eine allerletzte Sache noch. Mit dem Steuerkreuz kannst du dich im ganzen Raum umsehen und da rein und herauszoomen. Wenn man Dinge aus einer anderen Perspektive sieht, kommen einem neue Ideen. Also versuch es einmal. So, Honey, jetzt sind deiner Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Da ich die Rolle der Kundin übernehme, sprich mich einfach an, sobald du fertig bist. Ich warte dann hier. Okay, also ich finde den Herzchenteppich finde ich ja herzallerliebst. Ne? Wo steht der Herzchenteppich herzallerliebst? Der sollte positiv in den Raum hinein zeigen. Denn den Tisch hier direkt nebendran, die Uhr, weiß ich nicht. Sieht doch eigentlich ganz nett aus hier so schräg oben drüber. Tja, mehr Uhren brauchen wir nicht. Bilder, ich meine, so ein Bild von so einer vertrockneten Blume ist jetzt nicht gerade mein Style. Ein Bett zum drin schlafen. Weiß nicht. Ja, dann vielleicht hier so unterm Fenster. Mal schauen, ob wir das behalten wollen. Große Tische, kleine Tische, ein Stühlchen, ein Muff zum Dransetzen. Oh, das wollte ich nicht drehen. Ups. Hops, hops. Dann machen wir es ein bisschen so. Sieht es bequem aus? Ja, mal schauen, was wir da alles machen können. Oh Gott, es gibt so viele Herzchenmöbel. So viele Schränke, so viele Herzchenmöbel. Gut, dann haben wir hier eine Kommode, um sich anzuziehen, sich zu schminken. Ach, großartig, dann finde ich das mit dem Stuhl nicht mehr so gut. Dann will ich den Tisch da haben. Und wisst ihr was? Den Stuhl. Den brauche ich jetzt noch einmal. Den stellen wir hier unter das Fenster so ein bisschen. Ja, das könnte man machen. Schauen wir einfach mal. Kann man ja immer noch ändern, wenn es einem nicht gefällt. Ein Heimcomputertisch. Damit kann ich noch nicht viel anfangen. Eine Küche. Weiß nicht, eine Küche hier hin? Ist ja süß. Huch! Boah. Vorsicht, Inneneinrichter wird bewegt. Wäre es dann, wenn wir die hier oben hinstellen, die Küche? Dann den Essplatz hier so dran. Das, Sofa müsste aber eigentlich aus Runden, der das hübsche, bequem ist, dazugepackt werden. Ja, nee, den können wir ruhig so stehen lassen. Also ich möchte ja das Sofa unbedingt hier mit im Raum haben. Und vielleicht hier so. Das sieht doch ganz gemütlich und bequem aus. Das Herzchen so... Oh, ist immer so ein Knutschi-Geräusch, wenn man es bewegt. Das Herzchen so mitten in den Raum, willkommen heißend. Okay, was gibt's jetzt hier noch? Lampen, das ist doch großartig. Schöne, große Lampe, die schönes Licht macht. Können wir vielleicht noch eine zweite von vertragen, damit es hier nicht ganz so dunkel ist. Direkt hier daneben.
So kann man schminken, sich umziehen, schlafen, was essen, chillen auf dem Sofa. Finde ich ganz schön. Der Fußboden ist jetzt nicht so das Highlight, aber sieht immer noch besser aus als die anderen. Und das passt nicht, die passen auch nicht. Das passt. Ich finde, das sieht schön aus. Das ist ein romantisches Herzchenzimmer. Fertig. Oh, du bist schon fertig. Ja, klar. Wunderbar. Du hast es geschafft. Dann sehe ich mir das mal an. Ein romantisches Haus. Dann möchte ich gleich ein Foto für mein Album machen, ja? Die Küche ist schon süß, ne? Ich bin jetzt nicht so der große Freund von dem Holzfußboden. Das ist hier eine perfekte Perspektive für... Ja, das ist schön. Das nehme ich. Also, das Holz... Naja, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen süßlich zu dem Pink, nicht wahr? Es müsste etwas Ebeneres sein. Oder ein Weiß. Oh, wie schön. Ich bin überglücklich, in einem solchen Zimmer wohnen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Hatte ich das schon erwähnt? In Wirklichkeit ist das hier mein Haus. Ich bin erst neulich eingezogen, aber ich hatte so viel zu tun, dass ich nicht zum Einrichten gekommen bin. Zum Glück hat mich dann unser aufstrebendes junges Talent gerettet. Ich werde dem Chef sagen, dass du das Training mit Bravour bestanden hast. Und dann wollen wir ins Büro zurückkehren? Ja. Also, das war gute Arbeit heute. Was denkst du? Wie fühlt man sich am Ende des ersten Arbeitstags? Gefällt dir die Arbeit? Gefällt mir mehr als super. Also, das ist doch mal ein Neuling mit Selbstbewusstsein. Wusst, auf dich kann man sich verlassen. Weißt du, das Zimmer, das du heute eingerichtet hast, hat mir wirklich gefallen. Daher bin ich überzeugt davon, dass du Häuser für unsere Kunden gestalten wirst, die sie lieben werden. Oh, schon so spät. Wir sollten für heute lieber Schluss machen. Wir haben gleich morgen früh eine Kunde mit einem Termin für eine neue Inneneinrichtung. Als dein erster richtiger Auftrag würde ich dir diese Kundin gern überlassen. Mach ruhig Feierabend, aber bevor du gehst, schreib deinen Bericht für die heutigen Aufträge. Oh, was bin ich auch vergesslich. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, wo dein Schreibtisch steht. Folge mir. Dein Schreibtisch ist der links von dir. Dort kannst du dich hinsetzen und den Bericht schreiben. Das Tagwerk ist erst angetan, wenn der Tagesbericht geschrieben ist. Krieg dir das gut ein, denn das gehört zu den Grundlagen unseres Berufs. Also dann, bis morgen. Okay, Tagesbericht. In deinen Tagesbericht wird deine Arbeit gespeichert und der Tag beendet. Anschließend kannst du dein Spiel fortsetzen oder beenden. Sehr schön, dann würde ich sagen, haben wir unser Tagwerk für heute erstmal getan. Ich werde speichern und wir machen dann aber quasi sofort im Anschluss weiter, um uns zumindest noch einer Inneneinrichtung zu widmen. Soll heute mal ein bisschen Überlänge sein. Hops! Möchtest du deinen Bericht zum Tagesabschluss schreiben? Ja. Denn ich meine, wir wollen ja alle ein bisschen mehr von Animal Crossing Happy Home Designer sehen. Très chic. Nintendo zu senden, Entwicklung zukünftiger Produkte. Möchtest du deinen... Nein, gerade erstmal nicht. Danke. Kann ich ja immer noch machen. Danke. Ja, danke. Ja, bitte. Guten Morgen, guten Morgen. Ein frischer, erfreulicher neuer Arbeitstag, würde ich sagen. Ah, beeil dich, Honey. Unser Vater schon. Bienchen, dann wollen wir mal mit der Planung beginnen, oder? Die Gestaltung deines Hauses wird meine Kollegin hier übernehmen. So, Honey, setz dich dann am besten zu uns und frag die Kunde nach ihren Wünschen, hm? Oh, Bienchen, wie süß. Hallo, Honey, freut mich. Was denn, wer ich bin? Ich heiße Bienchen. Eigentlich wollte ich mir zumindest bis vor kurzem gar kein eigenes Haus zulegen. Naja, der Zufall hat ein bisschen nachgeholfen. Das war nämlich so. Neulich las ich, dass die Entwicklung unserer Stadt Hausbesitzern noch jede Menge Freiräume bietet. Nun, was mich angeht, so habe ich es gern ländlich und begeistert von unberührter Natur hier. Darum habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und mir ein kleines Haus gekauft. Ja, Gratulation, Bienchen. Sehr gute Entscheidung. Ein Wink des Schicksals. Ja, nun...
Ich habe es gerade erst gekauft und würde darum gerne deine Hilfe bei der Inneneinrichtung beanspruchen. Mein Haus ist recht klein, also benötige ich auch nur das Wesentliche an Einrichtung. Ich liebe ja Bücher. Vielleicht könntest du es so einrichten, dass ich von vielen Büchern umgeben bin? Ich glaube, das würde mich richtig glücklich machen. In Ordnung? Behagliche Bücherbehausung, Idealerweise würde es genau dieses Thema treffen. Liegt so etwas überhaupt im Bereich des Möglichen, meinst du? Überlass das mir. Fantastisch, es beruhigt mich ungemein, dass du so viel Selbstvertrauen an den Tag legst. Ja, in der Tat, mach dir keine Sorgen, Bienchen. Auch ich habe die Hilfe von Honey bei der Inneneinrichtung in Anspruch genommen. Und was soll ich sagen? Sie hat die Aufgabe genauso erledigt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, ehrlich? Nun, wenn das so ist, Honey, dann gib dir bei meinem Haus bitte genauso viel Mühe. Also, Honey, am besten machst du dich unverzüglich auf den Weg zum Haus von Bienchen. Und lass dir was ganz Spezielles für die Inneneinrichtung einfallen. Du schaffst das. Viel Erfolg. Auf geht's, unser erster richtiger Auftrag. Auf ins Immunokmobil. Das ist mein neues Haus. Ach, das ist alles so aufregend. Ich kann es gar nicht erwarten, mich hier in einem neu eingerichteten Zimmer beim Lesen zu entspannen. In den Kartons und Berühren von Fragezeichen kannst du sehen, was es Neues an Möbeln und Deko gibt. Füll einfach alles so zusammen, wie es dir am besten gefällt. Ich vertraue dir. Okay, los geht's. Sie möchte gerne ein großes Bücherregal natürlich haben, ein Grammophon mit schöner Musik und einen Stapel Bücher hier drin. Dann schauen wir mal, was es alles Neues gibt. Ja, die Suchfunktion im Katalog. Da kann man sich neue Möbel anschauen oder nach Deko suchen und spezielle verschiedene Filter benutzen, um halt ein und dasselbe Muster oder ein und dieselbe Dekoration zu finden. Ein Bücherparadies. Ein Bücherparadies. Wir haben sehr viele neue Gegenstände bekommen. Gefällt mir sehr gut. Oh, der Teddy ist ja süß. Froschmöbel. Oh mein Gott, und so viele gemütliche Möbel. Die würden auch unglaublich gut in ein Bücherparadies passen. Was hätten wir denn jetzt hier für eine Gestaltung? Am sinnvollsten wäre das ja jetzt hier als Unterton. Das passt zum Regal. Das ist natürlich die perfekte Büchertapete, aber die passt nicht so zum Regal. Es beißt sich so ein bisschen. Das hier ist ein schöner Ton. Das ist ein schöner Ton. Der gefällt mir ausgesprochen gut. Okay, damit wir jetzt nicht so überfordert sind mit all den vielen neuen Sachen. Das hier war ein Tapete und das hatten wir schon ausgesucht. Schauen wir doch mal. Ein kuscheliges Bett. Ja, mit dem man sich kuschelig in die Ecke packen kann, um ein Buch zu lesen. Packen wir einfach mal hier in die Ecke. Und ich weiß nicht, einen Tisch. Einen großen Tisch, an dem man arbeiten kann und sich Büchern widmen kann und so. Sollte man hier auch hinstellen, eventuell. Wir schauen erstmal, was alles Passendes geben könnte. Stühle da dran. Passende Holzstühle. Die sehen ja so urbequem aus, die Rattanstühle, ne? Ja, die sehen urbequem aus. Da passt aber der jetzt hier gar nicht mal so gut dazu. Haben wir da einen passenderen Tisch? In Rattanstühlen? Was meint ihr? Der Kaffeetisch beißt sich aber farblich auch ganz schön. Nicht so einfach. Dann nehmen wir vielleicht die Buntholzmöbel. Du bist ein Tisch. Du bist tatsächlich ein Tisch. Okay, dann nehmen wir die Buntholzmöbel. Das ist sowieso ein Look, der mir ausgesprochen gut gefällt. Auch dazu noch die Bunthausstühle. Da brauchen wir jetzt noch ein paar mehr von. Sonst nicht gut aus. Und den hier nehmen wir für eine Leseecke. Direkt am Fenster. Eine Leseecke direkt am Fenster. Stapel Bücher daneben. Das ist doch ein Traum, oder? Das ist doch ein Traum. Ja, dann kann man hier die Stühle haben. Wie wäre es dann vielleicht noch mit einer Bank? Ich glaube, sie liebt die total, die Möbel. Das kann ich auch verstehen. Ich finde die Buntholzmöbel auch super schön. So, jetzt kann man sich hier richtig hinsetzen. Dann haben wir hier eine große Bücherwand. Sehr viele Möbel zum Setzen. Sehr viele einzelne kleine Details. Hier ist noch ein Buntholzregal, in dem ja ebenfalls Bücher enthalten sind. Das ist doch perfekt. Und dann kannst du hier draufstehen, du kleines Grammophon. Können wir dich mittig setzen? Das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Sehr schön. Haben wir vielleicht etwas, um hier... vielleicht noch ein Raumgestaltungszimmer. Das ist ein Plattenherd. Da haben wir eine Dusche, eine Toilette, Waschbecken. Das passt aber alles überhaupt nicht hier rein. Nehmen wir. Schieben dich da hier komplett ran. Und der Nachttisch. Dann haben wir hier alles mit Buntholzmöbeln. Haben wir auch Buntholzmöbelwand?
Kipp- und Holzmöbel, das ist die Originalwand dazu. Mutzboden, Dielenboden. Das ist die Buntholz, das ist der Buntholzboden. Sieht ja schon ein bisschen sehr bunt aus. Vielleicht können wir da mit einem Teppich gegenarbeiten. Der hier ist doch schön. In ganz groß? Ja, das sieht sauber aus und edel. Gefällt mir. Bin mit dem einen Stuhl hier noch nicht ganz so zufrieden. Ich würde das fast lieber so gestalten. Den Stuhl hier davor. Ein bisschen gemütlicher aus. Haben wir denn Dekorationen für obendrauf? Schauen wir doch mal. Oh, Moment, wir haben ja hier noch mehr Deko-Elemente, wie ich sehe. Und das ist ein Pantoffelregal. Das ist ein Wecker. Wir brauchen den Wecker unbedingt. Den Wecker will ich haben. Der kann hier hin. Wunderschön. Und, oh, wir haben hier Sichtschutzwand. Ja, die Sichtschutzwand, die würde mir auch gut gefallen. Vor allem, wenn ich sie hier vors Bett packen kann, damit ich hier so ein bisschen einen Raumtrenner habe. Okay, jetzt möchte ich noch Dekoration für unseren Tisch haben. Oh, hier ist ein Glückskleber. Das ist doch auch ein Buch. Ja, das wird dir gefallen. Ja, sag ich doch. Dann kann man hier ein bisschen was lesen. Und jetzt bräuchten wir noch eine schöne Pflanze. Wie wär's denn hiermit? Gefällt dir auch ausgesprochen gut. Dann kann hier hinten noch eine Pflanze hin. Ist gemütlich aus. Oh, sieht wirklich sehr gemütlich aus. Okay, was können wir an die Wände machen? Ein bisschen was mit Pflanzen. Das ist doch sehr hübsch. Und eine Uhr, eine Buntholzmöbeluhr. Passt auch da genau hin beim Bett, damit man, wenn man morgens aufsteht, gleich weiß, was hier los ist. Was für Musik spielt jetzt hier? Waldlichtung. Was mit Spaziergang? Auch hübsch. Mach's mal ein bisschen lauter für euch. Bossa, Bossa. Ich finde Spaziergang gut. Ich würde sagen, wir behalten Spaziergang bei. Ich finde Spaziergang sehr schön. Noch irgendwas anderes? Hm, Kleidungsstücke. Oh, das ist süß. Ja, dann ist da so deine Kuschelecke. Dann hast du das zum Umziehen. Du kannst dich dann dort hier in den wunderbar bequemen Korbstuhl setzen. Deine Bücher lesen. Hast die Möglichkeit, dich hier entspannt hinzusetzen. Was zu essen, was zu trinken. Was zu essen, zu trinken. Geht das eigentlich auch? Haben wir da auch irgendwas schon? Hier sind so tolle Pflanzen dabei. Hier, ein Toaster, das ist eine Kaffeetasse, Fruchtkorb. Das ist doch schön. Also du brauchst doch auch unbedingt eine Tasse Kaffee, wenn du hier regelmäßig deine Bücher schmückern möchtest. Was haben wir hier noch alles? Das sind Außenmöbel, das sind auch nochmal Bücher. Oh, ich würde dir gerne überall Bücher hinpacken, aber wir haben keinen Platz mehr. Das ist ein Eimerchen für die Außenanlage. Oh, ein Teddy. Weiß nicht, ein Teddy passt jetzt hier vielleicht nicht unbedingt perfekt hin. Oh, es gibt einen Weihnachtsbaum. Auch alles sehr hübsch gemacht. Die Ruinen. Wie wär's denn mit einem Gogoloid? Nein, ich glaube, du störst nur, wenn man lesen möchte. Die Stille und die Ruhe. Ein Bild von hier, kann man das irgendwo aufstellen? Wir haben keinen Platz mehr, ne? Das wäre aber total süß. Aber in Rosa passt das jetzt auch nicht hier rein. Ach, ich bin zufrieden. Ich denke, du wirst auch zufrieden sein. Ganz schön, hier ein großes Bücherregal. Ach, ich find's gemütlich. Ich find's urgemütlich. Sehr schön. Oh, bist du fertig? Jawohl, fix und fertig. Toll, vielen Dank, Wuff. Jetzt kommt wieder diese coole Einrichtungsmusik. Behagliche Bücherbehausung von Bienchen. Ich finde, es sieht echt gemütlich aus. Die Färbung von so manchen Gegenständen gefällt mir noch nicht so ganz gut, aber das werden wir auch bald ändern können. Oh, da ist Bienchen glücklich und zufrieden. Davon machen wir mal ein Bild. Oh. Das ist aber auch wirklich hübsch hier. Oh, hier ist immer perfekt. Oh, hier trinkt sie gerade. Ja, jetzt sieht man ja auch die gesamte Einrichtung sehr gut. Ach, das bietet doch viel Platz für Gäste. Man kann sich bequem aufs Bett setzen, lesen. Gefällt mir ausgesprochen, sieht so süß aus. Das ist wirklich eine behagliche Bücherbehausung, hm? Ah,
wunderbar. Alles sieht ganz wundervoll aus. Vielen, vielen Dank für all deine harte Arbeit. Du kannst jetzt die Aktion Freude ausführen. Na, damit hätten wir auch wieder einen erfolgreichen Arbeitstag hinter uns gebracht. Wuhu! Oh, du bist zurück. Und wie ist es gelaufen? Hat Bienchen sich gefreut? Na klar. Ah, verstehe. Das ist ja fantastisch. Da habe ich mir wohl umsonst Sorgen gemacht, wie du dich bei deinem ersten Auftrag anstellst. Morgen muss ich mir von Bienchen unbedingt alles haargenau erzählen lassen. Aber jetzt ist es erstmal wieder, aber jetzt ist erst einmal weiter im Programm. Genau. Du hattest doch eine Frage zu Aktionen. Bei diesem Thema bin ich Expertin. Es handelt sich dabei um Gefühlsausdrücke wie zum Beispiel Freude. Der Kontakt mit Kunden ruft nämlich ganz verschiedene Gefühle in uns hervor, von Glück bis Kummer. Hast du eine Aktion gelernt, kannst du sie einsetzen, indem du auf dem Touchscreen das kleine Kätzchen berührst. Ach, bevor ich es vergesse. Du hast dein Training für heute beendet. Hervorragende Leistung. Du kannst jetzt ruhig Feierabend machen, das hast du dir redlich verdient. Vergiss aber nicht, vorher an deinem Schreibtisch noch den Tagesbericht zu schreiben. Der Name schon andeutet, muss das jeden Tag gemacht werden. Also auch heute. Vielen Dank. Na, dann hätten wir das doch auch mal dich. Hallo Moritz. Oder wie hieß du Max? Du hieß Moritz. Du warst doch Moritz, oder? Oh, Honey. Heute hast du deinen ersten eigenen Auftrag beendet. Stimmt's? Toll. Ich bin wirklich neugierig, wie sich der Stil dieser Stadt durch deine Mitwirkung verändern wird. Ich auch. Ich schreibe jetzt meinen Tagesbericht und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer und wir wieder wunderschöne Trichik Gestaltungen machen, ja. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Dabeisein. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt. Wir werden damit in Zukunft sehr viel Spaß haben. Und dann bis morgen!